Babypuppen. Komm, setz dich hier hin. Schau, was wir hier haben. Das ist ein Sandkasten. Hier haben wir einen Rechen und hier eine Schaufel. Und damit können wir den Sand ebnen. Wie ihr seht, spielt Babyborn gerne im Sand. Schau, ich habe noch mehr Spielzeug für dich. Mal sehen, was wir hier alles haben. Das ist ein kleines Schiff. Ein Seehund. Ein Seestern. Ein Fisch und eine kleine Quietscheente. Damit wir sie schwimmen lassen können, brauchen wir Wasser. Stimmt's? Na komm, Sonnenschein, setz dich hier hin. Schau, hier kann man Wasser reinfüllen. Damit der Sand nicht nass wird, machen wir den Deckel drauf. Ich habe große farbige Orbis-Kugeln. Die kommen auch ins Wasser. Gelbe Orbis. Schau! Diese Orbis-Kugeln sind rosa und orange. Ab ins Wasser damit. Und die sind durchsichtig. Die sieht man im Wasser zwar kaum, aber egal. Fertig. So, los geht's. Zuerst der Fisch. Ab ins Wasser. Ja, Enten schwimmen auch auf dem Wasser. Los, schwimm! Seesterne leben im Meer. Auf dem Meeresgrund liegt Sand. Und die Seesterne lieben es, sich im Sand einzubuddeln. Sie leben auch im Wasser. Seehunde leben an Land. Aber ihre Nahrung, also Fische, finden sie im Wasser. An Land ruhen sie sich aus und sonnen sich. Jetzt ist das Schiff an der Reihe. Schiffe fahren auf dem Wasser. Sie transportieren Passagiere oder Frachten. Schau, ein Turm aus Tieren. Gefällt er dir? Wenn er dir auch gefällt, dann drück doch auf Like. Tschüss!
Jetzt kann das Schiff weiterfahren.